Hallo und herzlich willkommen zurück zu Road Club League Racing. Der Frittenfriseur aus Division 2 begrüßt euch herzlich. Wir gehen rein. 6 Rennen ist diese Division lang. Ich habe es in der letzten Folge schon angedeutet. Eventuell ist das die erste Folge, die nur aus einer Division, also auch aus einer Saison besteht vor allen Dingen. Denn 6 Rennen ist schon ordentlich und wir werden wahrscheinlich auch wieder mehr Runden zu fahren haben. Insofern schauen wir uns das Ganze mal an. Dry Dock Circuit ist die erste Strecke. Die Karte sieht super interessant aus. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ja. Let's go. Wie immer nehme ich mir natürlich das Recht raus, hier eventuell einen Restart zu machen. Sollten wir jetzt hier in der ersten... Also im First Try richtig aufs Maul kriegen, weil ich halt die Strecke noch nicht kenne. Sieht so aus, als würde ich davon Gebrauch machen müssen. Gar nicht mal so sehr, weil ich die Strecke nicht kenne, sondern weil mich die Gegner hier wieder über den Haufen fahren. So, man hat auf jeden Fall die Rennstrecken-typischen rot-weißen Curbs. Das ist ja schon mal nicht uninteressant hier. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt dieser fette Part. Oh mein Gott. Okay. Aha. Okay, hier sind so ein paar Container und so. Sieht ein bisschen nach Gewerbegebiet aus. Wo man hier durchheizt. Und das hier ist diese breite angelegte Strecke, die auch auf der Karte so breit aussah. Okay, okay, okay. Und dann dürften wir gleich die erste Runde geschafft haben. Ja, nein, vielleicht? Ja, haben wir. Okay, also ich restarte nochmal. Ich denke, das ist fair. Strecke anschauen sollte drin sein. Und es gibt hier keine Warm-Up-Lap oder so. Man wird ja direkt ins Renngeschehen reingeschmissen. Von daher finde ich, ist das schon okay, wenn wir das so machen, oder? Schreibt's in die Kommentare. So, Fahrfehler von unserem Konkurrenten hier. Damit sind wir Dritter. Und der nächste Konkurrent verballert sich da in die Strohballen, Heuballen. Wenn man Stroh und Heu mischt, dann kommt Streu raus. Sehr interessant. So, shit, da waren wir zu weit außen. Da konnte Ruby nochmal vorbeifahren. Bisschen spät gebremst, wa? Au, 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 shit. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das kostet Zeit, ey. Uiuiui. Au. Dass ich hier immer zu schnell bin, ne? Also mega coole Strecke. Ich krieg's noch nicht hin. Aber die Strecke gefällt mir sehr, sehr gut. Wird nur ein bisschen Zeit dauern, die zu meistern. Und wir werden hier Letzter, ne? Ja, easy. Letzter Platz. Schade. So kann's gehen. Oh, wir haben gar nicht das Geld für eine Full Repair. Da machen wir 10%, 10%. Ja, mehr geht nicht. Okay. Muss man ein bisschen aufs Auto aufpassen. New Car. Ja, ich möchte damit racen. Ich muss nur aufpassen, ey. Corsa Autodrome. Sieht das aus wie... Das kommt mir sehr bekannt vor. Das schauen wir uns an. Das sieht aus wie etwas, was mir sehr bekannt vorkommt, Leute. Das Corsa Autodrome.
Was passiert eigentlich, wenn das Auto kaputt ist? Ich frage für einen Freund. Boah, Alter, nicht so ruckeln. Das Spiel ruckelt manchmal so extrem. Junge, hallo? Ih, hör auf. Das muss schon flüssig laufen hier. Au. Oh, Mist, ich habe wieder das Auto verloren. Oh Gott, mein Motor brennt. Okay, ich nehme mir natürlich wieder das Recht raus, das Rennen vielleicht nochmal neu zu starten, ne? Das Geräusch ist interessant. So, rein geht's in die Tosa, in diese Kurve hier unten. Und da hat man auch wieder eine Möglichkeit. Okay, wir machen Restart. Oh Gott, ich glaube, das Spiel hat sich wieder aufgehängt, kann es sein? Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, wir hören uns dann. Tschüss! So, willkommen zurück. Ich fürchte, wir werden das Rennen nochmal neu starten müssen, weil sich das Spiel einfach mal komplett verabschiedet hat gerade. Ja, wir können das Auto nicht mehr reparieren, die Nachricht kennen wir schon. Und dann gehen wir rein in dieses Rennen. Zwei Runden sind es auf dem Corsa Autodrome. Let's go. Strecke kennen wir jetzt immerhin schon mal. Okay, wir müssen echt vorsichtig sein, was irgendwie Damage angeht. Geh doch mal. Boah, Junge. Was ein Beleidigung hier einfügen, Leute. So. Ich kenne die Strecke ehrlich gesagt nicht so sehr. Das hat mich gerade ziemlich rausgebracht, dass es wieder aufgehangen hat. Vor allem das Schlimme bei World Club League Racing, wenn sich das mal aufhängt, weil jetzt schon das zweite Mal, dass das passiert ist, dann hängt sich das immer so derbe auf, dass du halt auch nicht mehr mit dem Taskmanager zurechtkommst. Du musst dann immer einen virtuellen Desktop machen, einen zweiten, und dann darüber Taskmanager öffnen, weil sonst hast du keine Chance. Weil das Spiel halt auch immer im Vordergrund bleibt, ne? Hallo, danke. Wieso driftet man denn so schnell? Ich habe doch einfach nur gebremst. Hm. Interesting. Aber ich glaube, wir werden hier trotzdem letzter, ne? Jo, schade. Also letzter Platz hier in Monza auf dem Corsa Autodrome. Schade, schade, schade. Keine Punkte. Increased Difficulty? Was? Achso, Decrease. Nee, schon okay. Wir sind jetzt halt leider letzter, ne? Wir müssen hier ein bisschen was machen, denn sonst können wir auch unser Auto nicht reparieren. Sollen wir erstmal ein anderes Auto nehmen? Wir nehmen mal den Vulture, in der Hoffnung, dass wir da irgendwas reißen können im nächsten Rennen. Woodland Loop kenne ich irgendwo her, ja, das hatten wir schon mal. Mal schauen, wie wir mit diesem Auto klarkommen. Das ist wenigstens nicht komplett am Arsch. Ist ja auch positiv, ne? Oh Gott. Ich habe das Gefühl, wir werden Probleme kriegen hier. So, der erste fliegt ab, das ist schon mal sehr schön. Junge. Rutscht doch nicht so, hallo? Vielleicht muss man manchmal auch einfach ein bisschen sanfter zum Gaspedal sein. Das kann natürlich sein, dass das mein Fehler ist, weil ich immer so Vollgas einfach drauf drücke. Au. Junge, sind hier Pfützen am Werk, ey, mein lieber Mann.
Au. Ich sehe halt weit und breit kein anderes Auto. Das ist belastend. Wir sind wieder in so einer kleinen Teufelsspirale gefangen, ne? Wir sind zu lahm. Haben ein Auto, was kaputt ist. Können das aber nicht reparieren, weil wir zu lahm sind. Das ist alles nicht so gut. Also mit dem Auto werden wir auf jeden Fall hier keinen Blumentopf gewinnen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall wieder unsere schnelle Karosse. Wenn wir Punkte wollen. Und wir brauchen Punkte, um die schnelle Karosse zu reparieren. Wieso habe ich diese Kurve jetzt nicht bekommen? Ich verstehe es nicht. I don't get it. Naja, das Auto hier ist einfach viel zu langsam. Selbst mit Nitro ist das... Wahrscheinlich ist unser anderes Auto sogar schneller ohne Nitro, ne? Ganz ehrlich. Kein Vergleich. Auch das Handling ist ziemlich schlecht. Wir bauen unsere andere Karre wieder, auch wenn sie fast kaputt ist. Aber sie ist immerhin schnell. Können wir das Ding hier eigentlich auch verkaufen? Au. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das war traurig. Okay, wie sieht's aus? Wir haben 0 Punkte. Alle anderen haben mindestens 10. Das heißt, wir gehen wieder auf unsere fast kaputte Karre und verkaufen nicht das, sondern natürlich das andere. Den Vulture irgendwas. Zack. Und dann schnappen wir uns den anderen Vulture und verkaufen ihn auch, weil der war ja noch schwächer. Okay, der ja, verkaufen wir nicht, weil wir kein Geld dafür kriegen. Das ist natürlich Quatsch dann. Ups. So, warte mal. Search. Okay, wir haben ein bisschen Kohle. Ah, wir haben ein bisschen Kohle, das heißt, wir können unser Auto reparieren. Hahaha, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Und jetzt haben wir den Landing Strip. Wieder eine neue Strecke. Klingt interessant. Sieht auch interessant aus. Aha, Flughafen also. Okay. Wie gesagt, nehmen wir das Recht raus, ne? Ihr wisst Bescheid. Vielleicht mal neu zu starten, weil ich die Strecke noch nicht kenne. Ups, aua. Jemand hat mich angebumst. Oh, Mann, ey. Wieso sind die denn so nervig? Okay. Landing Strip. Aber wir sind echt unglaublich schnell, ne? Das muss man echt sagen. Diese Karre ist verdammt schnell. Verdammt schnell kaputt, wenn ich so weitermache. So, und das war die erste Runde. Okay, dann machen wir jetzt Restart. Und gehen nochmal rein. Jetzt kenne ich die Strecke. Die ist ja relativ kurz auch. Let's go. Ja. Also ihr seht, Top Speed ist auf jeden Fall da. Boah, Junge, warum bist du denn so eine Misset, Alter? So. Es ist unfassbar. Es ist doch wirklich unglaublich. Es ist zu fassen. Okay, nochmal. Das ist aber der letzte Restart, hoffentlich. Weißt du was? Ich versuch's außenrum. Vielleicht geht mir weniger Leute auf den Sack. Klappt gut. Dumm Hütchen, ey. Junge, es ist so asozial, dass die diesen Trick machen. Dass sie dann einfach mit Absicht drehen, teilweise. Hilfe! Warum bin ich denn gerade so schlecht auf? Okay, jetzt aber, Leute, jetzt aber. Hör doch mal auf, so dumm nach links und rechts zu fahren, Yoshida, ey. So, nochmal.
Hilfe, wie die mich gerade nerven, vor allen Dingen am Start. Guck, wie der da rumeiert. Okay, diesmal war der Start gut. Die Kurve kann man besser nehmen. Da bin ich immer ein bisschen zu lahm. Die Kurve kann man auch besser nehmen, ohne sein Auto zu schrotten natürlich. Geht, stimmt. Achso, nur zwei Runden, okay. Ja, also wir haben jetzt natürlich viele Restarts gemacht, aber ihr habt gesehen, wenn ich jetzt hier mal nicht komplett angeflugert werde, dann ist alles okay. Und somit sind wir wieder im Rennen, haben das Rennen gewonnen und sind auf einmal wieder dabei. Wir packen mal ein bisschen Rate Reduction Kosten rein. Dann gehen wir rein ins nächste Rennen. Rennen 5 tatsächlich schon. 3 Runden auf dem Rally Rap. Ne, Rally Warp. Ich habe die ganze Rap gesagt, ne? Let's go. Hoffe, ich kenne die Strecke noch. Wieso muss ich immer so weit hinten starten, Leute? Auch das ist unfair. Ich durfte noch nie von der Pole starten in diesem Let's Play. Was soll das? Au, Junge. Oh, was ein Crash. Junge, geh doch mal weg, Junge. Was ist denn los mit dir? Aber es ist schon krass, wie schnell wir hier wieder nach vorne gekommen sind. Eine Highspeed-Passage und wir sind wieder da. Das war Runde 1. 3 sind es. Warum hupen die eigentlich random? Was Spaß macht? Wahrscheinlich. Kann ich auch. Und zwei sich streiten. Na? Oh Gott! Freut sich nicht immer zwangsläufig der Dritte. Manchmal auch der Vierte, wie es jetzt aussieht. Kam gerade noch einer in Schwarz von hinten angerauscht. Oh, shit. Oh, Junge. Und dann wäre ich nur Vierter. Es ist doch zum Heulen. Es ist doch zum Heulen, Alter. Und dass Motoraba am Ende Zweiter wird, ist einfach frech. Na gut. Yo, do or die heißt es mal wieder. Wir repairen unser Auto nochmal. Machen können wir eh nicht viel. Warte mal. Brakes könnten wir machen. Und Body, machen wir Body. Und dann gehen wir rein ins letzte Rennen dieses Dingens. Pinewood Lakes. Kenne ich nicht, nur 2 Runden, das gefällt mir nicht. Wie gesagt, wenn es eine Strecke ist, die ich nicht kenne, und die kenne ich wirklich nicht, dann restart erlaubt, ne? Ihr wisst Bescheid. Let's go. Warum klingt die Musik so ägyptisch? Es sieht hier nicht sehr ägyptisch aus. Okay, ein Eissee. Keine schlechte Idee für eine Rennstrecke, ey, ohne Scheiß. Ich finde, die Entwickler haben coole Ideen, was die Strecken angeht. Wir haben jetzt oftmals sehr ähnliche Strecken gesehen, aber jetzt hauen sie doch mal immer wieder was raus. Fällt mir gut. Und weißt du, was mir auch gut gefällt, ey? Das ist unser Auto.
Weil das ist ja richtig on fire. Das ist ja so schnell. Oh, jetzt kommt Walker hier nochmal angeschissen. Wir bleiben vorne. Au. Aber müssen natürlich gucken. Das hier ist noch immer gefährlich. Alle auf diesem Eis. Oh Gott, die Kurven. Und da ist Walker vorbei. Nicht schon wieder dieser Motaraba, oder wie der heißt. Und da sind wir noch Dritter. P2, sehr gut. Immer ein P2 geholt. Okay. Und wo ist Ruby? Der ist letzter geworden, ne? Yes! Das heißt, wir können den Klassenhalt auf jeden Fall schaffen. Wir können den Klassenhalt auf jeden Fall schaffen. Boah, danke Ruby, ey. Gut, dass der so weit hinten war. Der hatte schon einen dicken Vorsprung. Aber so hatten wir jetzt nochmal die Chance. Und tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, war das jetzt die komplette Saison in dieser Division. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das ging alles in eine Folge rein. Gut, wir hatten natürlich auch einige Restarts dabei. Den Hänger am Anfang, den Aufhänger der Folge. Und ja, das hat natürlich Zeit gekostet. Aber alles in allem werden die Saisons auf jeden Fall länger. So, machen wir doch mal hier die Breaks nochmal. Und, achso, Nitro können wir auch machen. Habe ich das richtig gesehen? Ja, dann machen wir nochmal Nitro. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wieder mal zu Division 2. Und versuchen dann natürlich den Aufstieg komplett zu machen. Schauen wir mal, ob es uns gelingt oder nicht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, sagt euer Fritten Friseur.